Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLAFF Universe Video. Welche Klasse ist die unbeliebteste Klasse? Hat sich da etwas geändert? Und welcher Server hat die meisten 140er? Welcher Server hat das höchste Durchschnittslevel? Beziehungsweise welcher Server hat die beste Top 1000? Und so weiter und so fort. All das in diesem Video. Ja, als allererstes möchte ich euch zeigen, bevor wir auf meine Statistik gehen, die ich mit Hilfe der Rangliste angefertigt habe. Ist der Server Aries, wurde in dem Developers Question and Answers erwähnt, und zwar wurde dort gefragt, wann ein Server-Merge stattfinden wird. Stand nicht dabei, aber in Klammer auf, der Server ist tot, Klammer zu, und holy moly, ist dieser Server tot, im Vergleich mit allen anderen Servern zumindest. Es gibt nur zwei Leute auf 140, der Server ist zeitgleich mit Burudeng, Totemia und so gestartet. Und das Erschreckendste ist, wenn ich hier auf die 20. Seite gehe, man ist in den Top 1000, wenn man Level 65 ist. Das kann man halt theoretisch easy an einem Tag machen, selbst wenn man keine Hilfe hat. Also das ist schon echt krank. Also das ist schon echt heftig. Also würde vielleicht ein bisschen reincashen erfordern, aber es, worauf ich hinaus will, es ist einfach crazy, dass hier offensichtlich niemand spielt. Also ziemlich krass. Und ja gut, wird bald weggemerged wahrscheinlich. Also den Server wird es nicht mehr lange geben vermutlich. Und wir haben einen neuen Server, den Taiwan-Server. Ich hatte erwartet, dass der Server, der hat mich extrem überrascht, relativ schnell sterben würde. Ähnlich wie der japanische Server. Der japanische Server wird eigentlich überhaupt nicht bespielt. Der ist auch ziemlich tot. Nach Aries wahrscheinlich der zweitoteste Server. Aber der Taiwan-Server, / China-Server, holy moly. Den Server gibt es gerade mal seit November, also seit etwas über einem Monat. Und yo, es gibt einfach Leute, die schon fast 140 sind und der niedrigste in den Top 1000 ist Level 80. 80. Aries, Serverstart Juni, 65. Das muss man sich mal geben. Also komplett crazy, die eskalieren komplett anscheinend auf dem Server. Und ja, ziemlich heftig auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zur Statistik mit Stand 18.12.2022. Ich habe die Statistik erweitert hier rechts um ein neues Feld. Ich denke, darauf gehen wir auch gleich als erstes ein. Und zwar, welcher Server hat die meisten 140er? Und ich habe fairerweise aber den Monat und das Jahr des Serverstartes dazu geschrieben, weil alles andere wäre ziemlich unfair, muss man dazu sagen. Deswegen ist jetzt das Ergebnis von LaWolf nicht wirklich so relevant, weil die hatten halt einen Monat mehr Zeit. Oder was heißt nicht ganz so relevant? Ich meine, das muss ich eigentlich sofort zurücknehmen. Ich meine, das ist schon natürlich eine krasse Leistung, weil ich meine, muss ich nur zu angucken, Mia und Klafan sind zeitgleich gestartet oder nicht ganz, ein paar Stunden Verzögerung oder einen Tag Verzögerung höchstens, weil der Ansturm so groß war damals. Ja, aber ich meine, das ist trotzdem krank. 307, gerade mal einen Monat. Also ich meine, Burudeng würde in einem Monat keine 307 haben. Mashpoi auch nicht und Totemia erst recht nicht, Kappa. Von dem her ist das schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Und ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil die Server alle unterschiedliche Startzeiten haben. Also bis auf die hier in der Mitte und natürlich die ersten drei haben die alle verschiedene Startdaten. Also in verschiedenen Monaten sind die gelauncht sozusagen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig hier wirklich objektiv zu bewerten. Kann man natürlich machen, wenn man jetzt wirklich einfach die Zeit abzieht. Aber ich dachte mir einfach nur, es ist vielleicht so eine coole Randinformation, wenn man einfach weiß, wieso die Server gegeneinander abschneiden, die auch zeitgleich gestartet sind oder eben auch nicht zeitgleich gestartet sind. Und wie vorher schon gesagt, Aries, der totale Loser in dem Beispiel. Was die Gesamtanzahl an 140ern angeht, sind zwar andere Server, wie zum Beispiel Flareen und Genesee, auch ziemlich schlecht dabei, muss man fairerweise sagen. Aber die haben zumindest ein relativ hohes Eintrittslevel für die Top 1000. Hier ist 94, hier 88. Und da hat Aries halt, wie gesagt, nur 65. Das heißt, es sind schon nochmal signifikant viel weniger Leute, die hier wirklich aktiv offensichtlich spielen auf Aries, als auf den anderen beiden Servern. Die anderen beiden Server sind natürlich verhältnismäßig auch schwach besucht, aber Aries ist halt der komplette Blowout in dem Beispiel. Und ja, der chinesische /Taiwan-Server, der geht komplett durch die Decke. Würde mich nicht wundern, wenn die nächsten Monat bereits diese vier Server komplett überholt haben. Sowohl mit Eintrittslevel für die Top 1000 als auch mit Gesamtanzahl 140er. Bin ich mir ziemlich sicher, werden die vier hier überholt werden in einem Monat.
Und es würde mich auch nicht wundern, wenn sie Borodenk, Totemia, Marshboy, Easy auch noch einholen werden und vielleicht sogar auf lange Sicht einer der aktivsten, beziehungsweise nach LaWolf der zweitaktivste Server werden, weil das, was die jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit gemacht haben, in kürzester Zeit gemacht haben, ist einfach nur geisteskrank. Also überhaupt Level 139 in so kurzer Zeit ist ziemlich brutal. Also keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja, und dann kommen wir zu den Klassen. Hier nicht wundern bei den Veränderungen, solltet ihr euch nochmal das Alte in Erinnerung rufen, das stimmt jetzt hier so gesehen nicht. Ich habe vorher, bevor ich diesen Server hier hinzugefügt habe, den Taiwan-Server, habe ich quasi, ich kann es nochmal löschen, dass ihr es auch seht, dass ich hier nicht lüge, habe ich quasi die Veränderung genommen und hier in dem Ranking berücksichtigt und dann habe ich erst den neuen Server hinzugefügt, weil... Natürlich, wenn sie jetzt ein neuer Server einfach hinzugefügt wird, ändert sich natürlich extrem viel. Aber uns interessiert ja vor allem die Veränderung mit den alten Servern. Inhalt wollte ich löschen. Was habe ich gerade gedrückt? Hoppla. Genau, also ihr seht hier, wir hatten vorher 3389, jetzt haben wir 3390, das heißt plus 1. Hier hatten wir 574, hier hatten wir 576, also plus 2. Und so weiter und so fort. Also ich habe das wirklich so gemacht. Und dann habe ich erst den neuen Server quasi berücksichtigt. Das heißt, in den Gesamtzahlen ist der neue Server dabei, aber in den Veränderungen ist er nicht dabei. Erst am nächsten Monat wird der neue Server dann dabei sein. Das heißt, das nächste Ranking wird ein bisschen komisch. Mal schauen, ob dann bis dahin auch schon der erste Server-Merch stattgefunden hat. Aber ich denke nicht, weil es ist ja Weihnachten, Feiertag und so. Also ich denke nicht, dass der Merch so schnell kommt mit Aries. Aber ja, mal gucken. Und... Die Veränderung ist auf jeden Fall die, dass wir tatsächlich eine Veränderung im Ranking haben, was wir bisher noch nie hatten, auch wenn das erst das dritte Video ist zu dem Thema. Und zwar, die unbeliebteste Klasse ist ab sofort leider nicht mehr Jester, sondern Psykeeper. Psykeeper ist ab jetzt die unbeliebteste Klasse im Spiel, was die Anzahl der Charakter in den Top 1000 angeht. Heißt natürlich nicht unbedingt, dass es direkt die unbeliebteste Klasse ist, aber es ist die Klasse, die Leute am wenigsten hochleveln und entsprechend quantitativ am wenigsten vertreten ist. Woraus man meiner Meinung nach schließen kann, dass es die unbeliebteste Klasse ist, wenn sie nicht gespielt wird. Und an der Levelgeschwindigkeit kann es bei Psykeeper ganz sicher nicht liegen. Und ja, das ist die Veränderung. Und zwar Jester... hat Psykeeper überholt. Plus 37 war der Anstieg im Vergleich zum vergangenen Monat, also extremer Anstieg, der höchste Anstieg. Zeitgleich der höchste Downfall, also der höchste Abstieg. Elementor minus 46. Also Elementor hat extrem Verlust erlitten. Wundert mich persönlich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich sehe kaum noch Elementoren. Und das, obwohl wir auf einem Server spielen, wo es na gut, verhältnismäßig tatsächlich weniger Elementoren in den Top 1000 gibt. Aber zugegebenerweise in der Zwischenzeit, wo ich gelevelt habe, dachte ich, es gäbe relativ viele Elementoren. Vor allem was Level-Service und sowas anging. Aber irgendwie sind die nach und nach alle weggefallen. Also je höher ich gekommen bin, desto weniger Elementoren wurden es. Und jetzt ist es mittlerweile sogar so heftig, dass ich täglich einen oder keinen sehe. Und das, obwohl ich jeden Tag aktiv level in Astria. Und das ist schon ziemlich heftig. Also einen oder keinen ist schon ganz schön brutal. Also ja, ist auf jeden Fall nicht mehr so beliebt und verliert stetig an Spielern. Meiner Meinung nach kann man aber die gesamten Veränderungen eigentlich auf eine simple Sache zurückführen. Also die wirklich relevanten Änderungen sind eigentlich hier nur Elementor, Jester, Blade und Ranger hat tatsächlich auch extrem viele Leute verloren. Meiner Meinung nach ist der Grund daran abzulesen, dass viele Leute jetzt im Endgame angekommen sind, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt 140 sind, aber ich meine, man muss ja nicht 140 sein, um im Endgame anzukommen. 140 ist ja mehr wie so wie die Kirsche obendrauf. Kann man machen, wenn man es unbedingt will. Kostet halt aber extrem viel Zeit und darauf haben halt viele Leute keine Lust unbedingt. Vor allem nicht ohne XP-Events. Weil sie halt einfach nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Und sich dann halt eher auf Farmen und so konzentrieren, auf Geld verdienen. Und hierbei ist halt wichtig, dass man halt gute Damage-Dealer hat. Momentan Tanks, ja, Supporter sind wichtig, okay, aber Ringmaster gibt es wie Sand am Meer. Also das heißt, das Einzige, was man momentan wirklich braucht, sind echt gute Damage-Dealer. Und wer sind die beiden besten Damage-Dealer? Blade und Jester. Und das heißt,
Man geht weg von den Charakteren, die man zum Leveln benutzt hat oder die man zum Geldverdienen benutzt. Also hört auf mit denen zu leveln, lässt sie dort, wo sie sind oder quittet sie komplett und switcht auf eine 1v1-Klasse, die im Late Game halt auch wirklich als Damage-Dealer dienen kann. Und das ist meine persönliche Vermutung, warum diese Veränderung hier eintritt, weil Ranger ist einfach kein guter Damage-Dealer. Elementor ist der zweitschlechteste. Psykeeper, gut, ja, ist auch kein guter Damage-Dealer, aber hat hier tatsächlich plus 2 erhalten. Aber ist natürlich wie plus 0 fast, also eigentlich keine wirkliche Veränderung. Aber ja, im Endeffekt wollen halt viele Leute einen Solo-Damage-Dealer haben. Einen 1v1-Damage-Dealer meine ich. Und diese AOE-Level-Charakter verlieren halt langsam an Reiz, weil man ein gewisses Level einfach erreicht hat. Und dann ist es im Endeffekt immer das Gleiche und zum Farmen kann man sie nicht wirklich gebrauchen, leider. Zu guter Letzt noch, wo sind die Klassen? Ich meine, ihr seht es eh schon, also rot bedeutet auf den Servern vertreten, also wie sind die Klassen auf den Servern vertreten? Das heißt, rot ist der Server, da ist die Klasse am unbeliebtesten, also dort gibt es die wenigsten von dieser Klasse und grün bedeutet, dort gibt es die meisten. Ringmaster, lustigerweise Anfang und Ende, der Server mit den höchsten Spielern hat die wenigsten Ringmaster und der Server mit den niedrigsten Spielern, der neueste Server, hat die meisten Ringmaster. Das ist irgendwie logisch, weil es genau das Gegenteil voneinander ist. Auch wenn sich das hier nicht in jedem Server so unbedingt direkt widerspiegelt, aber so Pi mal Daumen eigentlich schon. Die wenigsten Psykeeper gibt es tatsächlich auf dem neuesten Server, genauso wie die wenigsten Billposter und Blades. Die meisten Psykeeper gibt es auf Arias, die meisten Jester auf Borodeng, genauso wie die meisten Blades und die wenigsten Knights. Spiegelt sich wirklich sehr gut wider, weil wir haben zum Beispiel keinen einzigen Knight in der Gilde, der wirklich im High-Level angekommen ist, sag ich mal. Die meisten quitten so um die 100 rum. Da macht Knight anscheinend weniger Spaß, gefühlt. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute in dem Levelbereich die Lust verlieren oder aufhören zu spielen. Und ja, also Borodeng ist hier tatsächlich sehr weit hinten, muss man sagen. Also der einzige Server, der auch nur ansatzweise in der Nähe ist, ist Mashpoi. Alle anderen sind deutlich drüber. Also wir haben ein richtiges Knight-Problem auf Borodeng. Genau, und ja, die anderen könnt ihr ja selber ablesen im Endeffekt. Also es ist immer, wie gesagt, die Extremwerte sozusagen. Und was hier ganz interessant ist, ist, kein Server hat so viele Extremwerte wie der neueste Server. Mit 4 Extremwerten, quasi der Server mit der schlechtesten Balance, was die Klassen angeht. Und leider der zweitschlechteste Server, was die Balance angeht, und das ist auch neu, ist Borodeng. Wir haben die zweitschlechteste Klassenbalance im Spiel. Wir haben zu viele Jester im Vergleich, zu viele Blades im Vergleich. Ist lustig, oder? Wir sind dann einfach farmgeil. Und zu wenige Knights. Also wir setzen quasi auf Damage-Dealer und DMs und Tanks sind uns vollkommen egal. Da sehe ich mich total wiedergespiegelt, ehrlich gesagt. Den klassischen deutschen Fleischspieler. Und ja, was wir außerdem auch noch haben, sind sehr viele Buildposter verhältnismäßig. Da sind wir auf Platz 3. Was wahrscheinlich am Guild War liegt. Jester, kann man natürlich auch sagen, ist nicht nur Solo-Damage-Dealer für PvE, natürlich auch für PvP. Aber ich meine, wenn du dir einen heftigen Jester hochziehst für PvP, warum solltest du den nicht auch zum Farmen benutzen? Wenn es Leute gibt, die PvP und PvE spielen, dann auf jeden Fall. Und ja. Und ja, das war's im Endeffekt. Das waren alle so interessanten Werte, die ich mir hier so angeschaut habe, die mich interessiert haben und hoffentlich auch euch interessiert haben. Und ja, wie gesagt, nächsten Monat kommt das Ganze wieder. Also ich probiere das immer so im ungefähr einen Monat Ding machen. Also nicht immer am 15., nicht immer so und so, weil ich nicht immer an diesen Tagen Zeit haben werde. Aber so ungefähr. Also es war einmal 15., dann war es 20., jetzt war es 18. Also wird immer so um die Mitte des Monats rum sein. Und diese Statistik wurde jetzt vor allem extrem durch dieses Doppel-XP-Event Anfang Dezember bzw. Ende November geprägt. Deswegen auch hier relativ starke Veränderungen bei manchen Klassen. Meiner persönlichen Vermutung nach, weil sich halt einfach sehr viel geändert hat. Nächsten Monat wird sich wahrscheinlich deutlich weniger ändern, weil vermutlich kein weiteres Doppel-XP-Event kommen wird und außerdem das Durchschnittslevel auf den Servern natürlich auch extrem gestiegen ist jetzt durch das Doppel-XP-Event. Sehr viel mehr 140er gibt es jetzt plötzlich. Eintrittslevel in die Top 1000 ist deutlich gestiegen und von dem her werden die Veränderungen immer schwächer, weil ich meine, irgendwann, wenn jeder 140 wäre, theoretisch würde sich gar nichts mehr ändern, außer das Leveln extrem viele Leute down. Und andere Leute mit anderen Klassen leveln hoch auf 140, dann würde sich was ändern. Aber das wird wohl eher nicht passieren. Und ja, würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Flife Universe Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.